Es ist Fasnet-Zeit. Und in St. Johann-Württingen sind jetzt schon die Narren aus 65 Gruppen, Vereinen und Lumpenkapellen durch den Ort gezogen und haben die Straßen unsicher gemacht. Der Narrenverein Gispelweiber St. Johann hat bei seinem dritten Umzug gut 2500 Hesträger zusammengebracht. Ob nun die Reutlinger Wotan-Hexen, die Siggenhusener Teufel oder die Glottertal-Piraten, alle waren dem Ruf der Gispelweiber gefolgt. Seinen Höhepunkt erreicht die närrische Zeit dann am Rosenmontag in knapp einem Monat. Bis dahin wird aber noch der ein oder andere Narrenumzug in einigen Städten und Gemeinden zu sehen sein.